ist nicht ganz gerade, ne? Aber warum nicht? Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Wie ihr seht, sitze ich hier ungeschminkt. Und wie ihr im Titel gelesen habt, gibt es heute eine neue Make-up-Routine, ein kleines Update. Und, für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Fabienne. Hi. Wie ihr seht, meine Haut ist nicht die reinste, ne? Ja, ich denke mal, das ist nicht ganz unauffällig. Ich habe gerade hier so in dem Bereich sehr viele Unreinheiten. Meine Stirn struggle ich auch gerade sehr. Aber ich würde sagen, ich habe aktuell meine richtige Routine gefunden. Ich werde diese Woche anfangen, Aknenormin zu nehmen. Das sind ja Akne-Tabletten. Wenn ihr wollt, dass ich dazu regelmäßig Videos hochlade, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Bedeutet aber, meine Haut wird in der nächsten Zeit noch trockener werden. Allgemein ist mein Hauttyp schon trocken. This is going to be a struggle. Ich glaube, das wird wirklich nicht cool. Meine Haut wird wahrscheinlich so eine kleine Sahara. Und deswegen habe ich gedacht, stelle ich meine Make-up-Routine ein bisschen um, sodass ich überlebe. Deswegen, ich will gar nicht sagen, wir labern noch so lange drumherum und fangen direkt an. Und zwar habe ich ein neues Produkt mir zugelegt. Das kam heute erst an. Yes. Das habt ihr selbst schon so oft gesehen. Das ist der Charlotte Tilbury Flawless Filter. Ja, Flawless Filter in der Nummer 2. In Flair. Ja. Fair, nicht Flair. Gebe ich mir was davon auf meinen Handrücken. Ich weiß, man kann das auch so direkt ins Gesicht machen, aber das Ding ist halt einfach, was nicht gut ist, wenn man halt Pickel im Gesicht hat und das dann, weißt du, ihr verschmiert die ganze Zeit die Bakterien wieder. Also ihr geht damit drauf auf die Haut, schabt euch sozusagen Bakterien ab und geht dann wieder mit rein ins Produkt. Das ist not good. Also wenn ihr reine Haut habt, könnt ihr das gerne machen. Ich lasse es sein. Ich habe das letzte noch nie benutzt, deswegen werden wir heute auch so ein bisschen First Impressions machen. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Also, ich habe schon ein bisschen was aufgetragen, aber ich glaube, ich brauche mehr. Ich habe zu wenig drauf gemacht. Das soll der Haut einfach nur so ein bisschen so einen gesunden Glow geben. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz schön. Ich finde es schon nice. Weil meine Haut sieht jetzt ein bisschen gesünder aus und nicht so fahl. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. I don't know. Aber ich mag's. Ich würde sagen, wir machen jetzt schon weiter mit Concealer. Und Leute, bei meinem Concealer hat sich nichts geändert. Das liegt daran, dass einfach nichts an den Concealer rankommt. Und zwar benutze ich da immer noch den L'Oreal Infallible Modern Concealer. Sieht so aus. Ist mein Holy Grail. Der deckt euer Leben ab. Ich empfehle ihn jedem meiner Freunde, meiner Schwester. Ich habe den wirklich, ich sag immer, hol ihn. Hol ihn. Der ist auch so, glaube ich, ein kleiner Dupe zu dem Shape Tape Concealer von Tarte. Ist halt geil. 325 ist eher so eine rosige Nuance. Ich habe vom Hauttypen her, und das hier ist halt die 326 und die geht halt eher in so eine gelbe Nuance. Bis jetzt habe ich immer die 326 benutzt, weil ich dachte, es wäre ganz gut. Aber ich habe letztes Mal gesehen, dass es ein bisschen zu gelbstichig für meine Haut ist. Dann habe ich auch mal eine Zeit lang nur die 325 verwendet und die ist zu rosig. So, ich glaube, ich habe einfach einen neutralen Ton, deswegen mische ich die jetzt seitdem immer zusammen. Ich mische jetzt immer übrigens alles auf meine Hand und meistens benutze ich auch nur meine Hand. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß halt nicht, wie ihr das seht. Ich finde oft bei diesen ganzen Schwämmen und so, ich habe das Gefühl, ich kriege die nie richtig sauber und ich transportiere einfach nur die Bakterien von der einen zur anderen Stelle und ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich habe ehrlich gesagt auch seit neuestem wieder viele hier im Ansatz so Pickel, wo ich so denke, Bro, why? Das hat auch oft vielleicht damit zu tun, dass, aber schaut mal bitte, Leute, diese Deckkraft. Isn't this crazy? Ich glaube, da hole ich mir näher ran, dann könnt ihr es besser sehen. Ich weiß auch, beim letzten Video habe ich extra darauf gewartet, auf einen Tag, wo meine Haut nicht ganz so schlimm aussieht. Jetzt gerade sieht meine Haut echt, ich hatte, vor einer Woche sah es noch schlimmer aus, da war ich halt noch in London, aber selbst da hätte ich das Video gedreht. Mir ist es momentan so egal. Warum soll ich mich für was fertig machen, für was ich sowieso nichts kann und was ich nicht beeinflussen kann? So, ich liebe den Concealer. Und ich vertrage den halt echt sehr gut mit meiner Haut. Also, ich habe, was den Concealer angeht, keine Verschlechterung für meine Haut festgestellt. Also auf meiner Wange habe ich nie so Pickelchen, sondern hier auf meiner Wange habe ich meistens richtige Knoten. Also so tiefgehende Entzündungen. Ich weiß ehrlich gesagt nie so den Unterschied zwischen Pusteln, Entzündungen, Knoten. Die gehen auf jeden Fall richtig tief und sind richtig so dick, ganz räudig. Ich habe eine Freundin, die hat mir letztens erzählt, die war beim Date. Und da hat der Typ die ganze Zeit gesagt, also der hat die ganze Zeit das
Wort räudig benutzt. Und seitdem benutze ich das jetzt auch. Einfach nur als Joke. Also, ich benutze es sonst nicht. Oh, hier habe ich auch wieder eine richtige Entzündung. Do you see that? Warte, ich hole euch näher ran, dann könnt ihr es beobachten. Seht ihr das? Hallo? Was soll das? Ey. Oder da. Der ist auch über Nacht gekommen. Ich verstehe nicht, was das soll. Fragt mich nicht, woher das kam. Immer im letzten Video hatte ich, glaube ich, auch fast gar nichts auf der Stirn. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, die Probleme auf der Stirn. Und seit, ich glaube, Anfang des Jahres. Boom. Keine Änderung in der Ernährung, keine Änderung in sonst was. Und plötzlich hatte ich auf der Stirn alles voller Pickel. Leute, man weiß nicht, woher es kommt. Und jetzt habe ich angefangen mit der Aknonomin-Therapie. Also ich habe das ja jetzt noch nicht angefangen, weil ich warte jetzt gerade aktuell noch auf meine Blutwerte und schaue halt, ob das klar geht und ob ich überhaupt nehmen darf, weil es kann auch sein, dass sie mir jetzt sagen, nope, girl, deine Blutwerte sind scheiße. Ich bin back. Ich habe meine Haut gut abgedeckt auf der Stirn. Jetzt machen wir weiter mit meinen Augen. Ich habe nie Probleme mit krassen Augenringen. Da benutze ich meistens dann auch einen leichteren Concealer, einfach weil das viel zu fett wäre, viel zu dick wäre für Concealer unter den Augen. So sieht er aus. Genau, ja. Das ist halt so ein Ding, das könnt ihr dann aufmachen und dann könnt ihr hier einmal drücken. Und dann kommt halt hier vorne Farbe raus. Macht halt ein bisschen sowas drauf. That's it. Und verblendet es. Meistens so ein bisschen noch hier so nach oben. Einfach damit das Auge ein bisschen gelüfteter aussieht. Ich weiß nicht, ob das so einen krassen Unterschied macht, aber ja. Ich mag den sehr gerne. Und der rutscht mir halt nie hier in die Crease rein. Nimmt man das Crease? Er rutscht mir nie in die Fältchen rein und das mag ich ganz gerne. Gerade unter den Augen hatte ich früher immer echte Probleme, weil ich habe immer viel zu dicke Concealer benutzt. Und die sind mir hier immer in die Augenfältchen reingerutscht und das sah halt immer über den Tag gar nicht cool aus. Und das habe ich nicht hiermit. Jetzt machen wir weiter mit der Partie. Ich habe leider Gottes auch viele Akne-Narben um meinen Mund herum, einfach weil ich auch um meinen Mund herum Pickel habe oder hatte. Ich habe die immer noch von Zeit zu Zeit, zum Beispiel ist der hier gerade da. Ja, das nervt mich ein bisschen. So, Leute, ich habe jetzt alles abgedeckt. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen abpudern. Ich benutze da das Laura Mercier Puder. Ich habe da übrigens die Farbe Translucent. Yes. Fluffy Pinsel. Und gehe da ganz leicht drüber. Ich bake nicht oder so. Sondern gehe einfach über alle Stellen. Und versuche halt gerade die Stellen hier alle auszusparen. Einfach weil ich da gleich noch cremige Produkte verwende. Das war jetzt der Step. Ich zeige euch jetzt mal meine Haut ein bisschen von näher, sodass ihr das seht, wie das Finish und so aussieht gerade aktuell. So sieht aus. Ich finde, ist ganz okay. It's fine. I would say it's fine. So, machen wir weiter. Highlighter. Ich benutze da den RMS Beauty Highlighter in Living Luminizer. Ist ein Naturkosmetikprodukt. Ist aber ohne Duftstoffe und so. Und ist halt so cremig. Ich liebe das Ding. Ich liebe das Ding über alles. Ich trage es auch mit meinen Händen auf. Ganz große Empfehlung. Ich liebe das Teil. Das ist so ganz gesunder Schimmer. Und das ist einfach, damit meine Haut nicht so ganz trocken und ne, aussieht. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze mit meiner Haut verhält, wenn ich halt wirklich jetzt noch trockene Haut bekomme. I don't know, I'll keep you updated. Vielleicht mache ich dann nochmal eine Routine. Und damit ihr seht, so wie es wirklich aussieht. Ich benutze jetzt meinen neuen Bronzer. Der kam heute an, Leute, ne? Und ich dachte halt, weil ich bin halt weiß wie eine Wand, und ich dachte halt, die hellste Farbe wird halt gut sein. Aber ich bin mir gerade so unsicher, weil das ist schon sehr hell für einen Bronzer. Seht ihr? Ich habe das schon ausprobiert. Wie gesagt, auch von Charlotte Tilbury. Ich mag die Produkte sehr. Wie soll ich sagen? Ich finde Charlotte Tilbury einfach nice. Da benutze ich hier meinen Pinsel. Den habe ich auch neu und ich finde ihn sehr nice von der Form her. Es sind übrigens synthetische Haare, also nicht von... Die sind nicht echt. Das ist die 108 Face Finish. Und Leute, ich finde es so praktisch, weil der hat hier so eine ovale Form. Der ist ein bisschen fester gebunden. Also fester für so einen Puder.
Fässer für so einen Puderpinsel, aber der hat auch so eine flache Form. Also ihr könnt super damit so abpudern, theoretisch, aber halt auch so ein bisschen konturieren mäßig. Das ist schon sehr hell für einen Bronzer. But we'll see. Vielleicht ist es auch super gut. Maybe. Ich muss halt, sonst muss ich halt immer sau aufpassen mit Bronzer. Und hier habe ich so das Gefühl, das ist gar nicht mehr so schlecht. Es ist eigentlich echt geil. Also für alle Leute, die vielleicht so richtig hell sind, so like me. Oder? Es ist halt so minimal. Aber trotzdem sieht mein Gesicht halt so ein bisschen lebendiger aus. Kommen wir weiter zu meinem Lieblingspart und das ist Blush. Ich liebe Blush. Ich habe da auch sehr viele Empfehlungen, die ich euch jetzt auch alle mitteilen werde. Weil ich habe da auch wieder ein neues Produkt bestellt und zwar von Wear Beauty. Das ist die Farbe Believe. Die werden ja gerade krass gehypt. So sieht das ganze Ding aus und das habe ich mir bestellt und wollte es halt heute mal austesten. Also mein All-Time-Favorite ist der Hourglass. Oh mein Gott, sieht der ekelhaft aus. Und zwar ist es der Hourglass in der Farbe Luminous Flush und wie man sieht, benutze ich den sehr gut. Der ist wunderschön. Oder so ein Rouge, der halt super viel Leben in das Gesicht gibt. Aber es ist halt ein Puderprodukt, aber es gibt trotzdem noch so einen leichten Glow mit ins Gesicht, aber halt ohne Glitzerpartikel. Ich hasse Glitzerpartikel. Gerade wenn du halt unreine Haut hast und dann noch so Glitzerpartikel. Oh mein Gott, es macht mich persönlich verrückt. Dann habe ich noch ein neues Produkt und zwar von Glossier. Deswegen, ich wollte auch eigentlich heute nicht die Produkte von Glossier benutzen. Einfach aus dem Grund, dass man die hier nicht in Deutschland bekommt. Und ich finde das irgendwie doof, wenn man Sachen zeigt, die man halt nicht bekommen kann. Das ist halt irgendwie, I don't know, so Nonsense. Aber so sieht der aus. Ich mag das auch sehr, sehr gerne. Ich muss gerade ein bisschen was auf meine Lippen auftragen, weil die sind sehr trocken. Und dabei benutze ich momentan Veleda Skin Food Lip Butter. Und das habe ich bei meinem letzten Shooting. Ich hatte ein Shooting und die Visagistin hat mir die ganze Zeit den hier aufgetragen. Ich muss sagen, der ist sehr nice. Es ist wie so ein natürlicher Lipgloss. Wartet. Gott, ich liebe den. Okay, dann probieren wir das Ding mal aus. Ich glaube, der soll halt krass pigmentiert sein. Ich weiß nicht, wie ich das am besten auftrage. Vielleicht, ich mache mir wieder was. Oh Gott. Mein Gott, der sieht sehr dunkel aus. Okay. Er sieht sehr dunkel aus. So. Probieren wir mal unser Glück, I guess. Oh, fuck. Ich mache meistens noch ein bisschen was auf die Nase. Ich mag halt so einen leichten sunburned Look. Ja, Fabian. Okay, Leute. Ich habe es hinbekommen. Und ganz ehrlich, ich liebe das Ergebnis. Ich mag das Ergebnis richtig gerne. Ich sehe halt fresh aus. Ich finde, ich sehe richtig gut aus. Just saying. Ich finde, ich sehe richtig gesund aus. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich probiere das auch als Lippenstift. Machen wir weiter, denke ich mal, mit den Augenbrauen. Kriege ich immer sehr viele Fragen zu, Leute, letztendlich. Ich habe völlige Augenbrauen. Es ist sonst auch Familie. Aber wie ich meine Augenbrauen trotzdem auffülle, I will show you. Ihr bürstet eure Augenbrauen runter und dann seht ihr scheiße aus. It's just how it is, okay? Und ich benutze da den Stift hier von Benefit 4.5. Und dann nehmt ihr euch da die Spitze und macht einfach hier ein bisschen den Augenbrauenbogen. Minimal, Leute. Minimal. Ich liebe es halt, wenn das nach keinem Produkt aussieht, weil weniger ist mehr. Und dann hier auch. Dann bürstet ihr es nach oben und dann minimal einfach nur die leichten Lücken ausfüllen. Also mache ich es halt immer. Wie gesagt, erst runter ausfüllen, dann nach oben kämmen, ausfüllen und dann habe ich hier zum Beispiel eine kleine Lücke. Und ich mag es aber, wenn hier vorne bei meinen Augenbrauen das nicht so... So you know. Gut, das war's mit meiner Augenbraue. Wenn ich merke, dass meine Augenbrauen an einem bestimmten Tag super störrig sind, mache ich mir ein bisschen Haarspray hier auf das Bürstchen, gehe dann nochmal drüber, dann hält es besser. Yeah, but that's my eyebrows. Jetzt kommen wir zu den Augen. Ich mache mir immer, nicht immer, aber manchmal, in letzter Zeit häufiger, mache ich mir einen Lidstrich mit Lidschatten. Ich benutze entweder immer Kakao oder Maple aus dieser Palette hier. Das ist rausgefallen, I'm sorry. Aber ich benutze immer den oder den.
Letztes hatten wir den hier, der ist ein bisschen heller und das sieht ja nicht so krass aus. Das ist aus der Palette von Too Faced, die Born This Way, The Natural Nudes. Das ist die einzige Lidschattenpalette, die ich benutze. Sieht auch schon ein bisschen ranzig aus. Das einzig Wichtige ist, dass ihr so einen nicen Pinsel habt, mit dem ihr gut arbeiten könnt. Der halt sehr, sehr, sehr dünn ist. Ich liebe den hier, der ist von Anastasia Beverly Hills. In der Nummer 12. Dann gehe ich da in den Lidschatten rein. Und dann orientiere ich mich meistens an meinem Augenbrauenbogenende. So sieht dann der erste Strich aus. Dann meistens verblende ich den ein bisschen. Ich will das halt wirklich nur so ganz smooth und so ganz wenig. Aber so sieht der erste Strich aus. Was ich dann mache, ist, dass ich einfach den letzten Punkt, also den hinteren Punkt von dem Lidstrich, dann mit meinem Augenlid verbinde. Das sieht dann so aus. Wait. So. Ich mag das halt in letzter Zeit ganz gerne. Dann macht ihr halt noch den Lidstrich sozusagen zu Ende. Das ist, also hier ist wirklich so das Motto auch, es muss nicht perfekt sein, sondern ihr macht das einfach so, wie ihr Bock habt. Und ja, so sieht es dann aus. Das mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Was ich noch mache, ist hier die helle Farbe nehmen. Wie gesagt, ihr könnt da einfach dann das nehmen, was ihr da gerade zu Hause habt oder zur Verfügung habt. Und dann gehe ich in meinen Inner Corner und verblende das so ein bisschen. Dann benutze ich meine Wimpernzange. Da benutze ich die von Tweezerman. So sieht die aus. Das hat sich für mich früher immer sau bescheuert angehört, ne? Aber die macht echt einen Unterschied und damit hält der Schwung wirklich besser. Schaut doch mal bitte. Crazy. Ich finde es voll ungut. Okay, Leute, dann geht's weiter mit Mascara. Da benutze ich gerade aktuell die hier von der Anastasia Beverly Hills. Die ist so ein Bürstchen und ich liebe solche Bürstchen. Ich weiß nicht, die ist auch sehr ähnlich zu der von Too Faced, die Better Than Sex Mascara. Und ich weiß nicht, ich mag so Bürstchen sehr gerne. Damit gehe ich dann irgendwie so rüber. Ich bin da nicht so gut drin. Ich mache sowieso dann meistens mit dem Q-Tip nochmal alles weg. So sieht das dann aus. Und dann, weil halt dann nicht mehr so viel auf der Mascara drauf ist, mache ich dann auch unten noch die Wimpern. Und es sieht gerade ein bisschen aus wie so Spinnenlook. Aber das legt sich noch so ein bisschen. Also die bleiben nicht so... Egal. Jetzt kommen noch die Lippen. Wie gesagt, da wollte ich jetzt das hier benutzen. Ich hätte das eine auf TikTok sehen, machen sehen. Okay. Gefällt mir sehr gut. Ich zoome euch immer ein bisschen wieder raus. Ich kann es empfehlen. Sieht sehr nice aus. Ich zeige jetzt noch ein paar andere Lippenprodukte, die ich euch auch empfehlen kann, weil ich mach solche Videos alle Jubeljahre. Und dann muss ich halt einfach mal jetzt meine ganzen Empfehlungen raushauen. Was ich auch noch gerne verwende momentan, das ist die Hyaluronic Kiss, glaube ich, von Charlotte Tilbury in der Farbe Pillow Talk. Und den hier von Glossier. Soll ich den euch aber zeigen, weil es halt gerade doof. Aber das ist halt eine super schöne Farbe. Sehr ähnlich zu denen, die ich gerade auch trage und sehr ähnlich auch zu Pillow Talk. Wie ihr seht, ich habe da ein Farbschema, was ich super gerne mag. Und ich liebe halt Lipgloss von Dior. Leute, das ist und bleibt der beste Lipgloss, den es gibt auf der Welt. Der ist so gut und so angenehm. Auf den Lippen, der klebt null. Und jetzt, Leute, das Setting Spray ist der letzte Schritt für unsere Make-up-Routine, bevor meine. Und da habe ich auch ein neues. Und zwar ist das das MAC Fix Plus. Ich glaube, alle kennen das Gefühl. Ich habe es mir nie gekauft. Und das ist halt die Variante, die Basic-Variante. Und mal sehen, ob das gut ist oder nicht. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viele haben mir nachgefragt. Hier ist der Look. Ich fühle mich damit sehr wohl. Okay, mein Nachbar dachte sich gerade, er baut sein Haus auseinander. Aber wir sind gerade am Ende des Videos. Ich hoffe, das ist okay. Und jetzt würde ich sagen, habt einen wunderschönen Tag. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das sehr gerne. Schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr sozusagen ein Acrinomin Isotretinoin Journey? Wollt ihr dazu wöchentliche Updates? Generell, Leute, falls euch das ganze Thema noch mehr interessiert oder was weiß ich, wie meine Haut aussah, was ich schon alles ausprobiert habe, schaut gerne bei Instagram vorbei. Ich habe da ein Highlight. Ich
rede oft drüber in der Story. Generell, mein Instagram ist gar nicht mehr so schlecht. Schaut dann gerne vorbei, falls es euch interessiert. Und ja, sonst würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und ich habe euch ganz doll lieb. Und falls ihr damit auch gerade zu kämpfen habt, so macht euch nicht dafür fertig. Ihr könnt absolut nichts dafür. Das ist einfach eine Reaktion vom Körper und macht euch nicht verrückt. It's fucking normal. It's okay. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ja, das war's. Love you und macht's gut. Bye, bye.